Marc. Marc. Marc Schlafzimmer. So, Marc, haben wir noch nicht vergeben. Hey, willst du den? Ich hatte eine Idee für ein Intro-Segment. Ja, Marc, wenn wir die Aufnahme jetzt eintöten, schreibt Charlie vielleicht nicht mehr alle meine Ideen um. Ja. Okay, klar. So, lieber Chat, und ihr könnt mal schreiben, wer Aaron spielen soll. Gib mir soll Benny Aaron spielen? Geht los. Oder ich? Wer ist denn Aaron? Soll ich dir echt abkaufen, dass die, nichts dir im Kopf rumspukt? Ja. Ah, die Assistentin, okay. Und, ist das Objektiv sauber? Ich bereite nur alles... Wirklich? Ja, das sieht so krass aus. Immer mit Kleinigkeiten beschäftigt. Wie wäre es mal, was zu riskieren und einfach... Du hast eine Woche rumgetrödelt, bevor du das Jobangebot abgelehnt hast, nur weil das länger mit dem Zug gedauert hätte. Die Textur von dem Pulli, ey. Echt krass. Für den Jobwitze, ernsthaft, das war nicht das Richtige. Es war nicht der Job war nicht das Richtige. Die Zugsache hat's bestätigt. Ach komm, als ob. Du musst mir nicht glauben. Na los, drehen wir endlich. Nutzen wir das Tageslicht, dann können wir alleine drehen. War im Foyer ein Dachfenster? Hm, weiß nicht mehr. Ich will nur ordentlich aussehen. Oho, also wir machen mal hier noch ein bisschen Versuch. Du siehst denn jedem nicht gut aus. Keine Sorge. Willst du dich einschleimen? Nein. Funktioniert. Freundchen, lass vielleicht dich abblitzen, aber knallhart. Ich hab gar keinen Fall. Marc, werd dich so umgarnen. Warum lässt du alle denken, ich hätte Schluss gemacht? Wenn Jamie die Wahrheit wüsste, würde sie Ruhe geben. Ich meine, alle nehmen das halt an. Ich weiß nicht, ob das nett oder egoistisch ist oder die Haut. Beides. Krass. Krass. Natürlich, ich kann die... Was kann Aaron, ich bin für Steve. Ach komm! Begeistert. Wieso? Komm, ich bin ein bisschen zu... Bevor wir... Hör zu, kann ich was sagen? Wir haben abgemacht, professionell zu bleiben. Genau. Ja, okay. Also kannst du auch nicht einfach so ankommen und mich therapieren. Okay. Hast recht. Das war unfair. Tut mir leid. Ja? Wir müssen das nicht diskutieren. Arbeiten wir einfach. Die Trennung ist schwer. Was? Die Trennung ist schwerer als gedacht? Mhm. Ah, du hast recht, tut mir leid. Ja, komm, die Trennung ist aber schwer. Das ist echt viel schwerer als gedacht. Ich wollte nicht der sein, der... Ich zitiere, du musst die Realität akzeptieren, dass das einfach nicht funktioniert. Klingelt da was? Nur weil ich das gesagt habe, will ich das noch lange nicht akzeptieren. Streng dich mehr an. Jetzt ist die Frage, womit meinst du jetzt, ne, streng dich mehr an? Lass uns gutes Licht suchen und anfangen. Danke, dass du mitmachst. Du bittest mich nur darum, weil deine Arme zu kurz für Selfies sind. Ich mir anstrengen soll, meine oder? Arme sind nicht kurz. Ich glaube, du sollst dich einfach anstrengen, damit du mit der Situation klarkommst. Ja. Wohin? Wir gehen jetzt erstmal hier kurz Balkon sehe weg. Es gut aus. Nee, wir gucken uns. Oben. Ja, pst. Wir gucken jetzt erstmal, was hier ist hier? Verwende Marks Wohnung. Kamera, um nach Motiven zu suchen. Der Fokus der Kamera ändert sich. Ist ein Ort für meine Sachen und zum Pennen. Befristeter Mietvertrag, so kann ich in Ruhe was Besseres suchen. Das ist... kluger Plan. Du hast gesagt, zieh aus, also bin ich raus. Das war ein Kompliment. Gott, die Steuerung ist aber... Okay. Ich dachte schon, du mal einen gewissen Radius war wahrscheinlich. Während du obsessiv nach der perfekten Wohnung mit der richtigen Wandfarbe in der Nähe einer Haltestelle suchst, oder... Vielleicht ist das ein weiteres Tabuthema für unsere Liste. Ja, du hast wohl recht. Gute Zeiten in Chicago. Da morgen ja ausscheidet, ist es okay, wenn ich mein Zeug nächste Woche hole? Die haben zusammen gewohnt. Ja, ja, hat er doch gerade gesagt. Ich habe denen nicht mehr zugehört, nachdem ich jetzt hier versuche, mich erstmal nochmal umzuschauen. Denn, Ach so. Also ja, er hatte kurz schon angerissen, irgendwie, dass sie zusammen gewohnt haben. Streng nicht mehr an. Streng nicht mehr an, Hashtag ab 18. Hey Junge, also heute droppst du aber auch hier wirklich den Shit heiß raus, ey. Streng dich fängst mehr an! Oh, geil. Oh, nee. Hashtag besucht hat den geilen Discord von Benny und Steve. Ey, das ist nicht... Der Bot ist auch aus. Wow, was wird das? Wird nur das Licht checken. Persönliche Grenzen, weißt du noch? Mein Zimmer ist mein privater Rückzug. Ja, so dann lass doch aber die Tür nicht so... sinnvoll. Aber ein paar der Regeln sind echt bescheuert. Welche Nummer stand da unten auf diesem großen Schild drauf? 178. Dann sollten wir vielleicht diese Zimmer mal suchen. Jetzt ernsthaft? Naja.
oder? Könnte doch sein. 175 bis 182, okay, wait a second, 178. Ja, hier steht aber... Keine Nummer mehr dran? Fuck. Nee. Und vor allen Dingen hört es auch hier auf. Also selbst die Anzahl der Zimmer passt ja null. Hashtag geiler Discord. So sieht's aus, Vater. So sieht's mal aus. Hey, wirklich. Da baut man einmal schon mal oder will was vorbereiten. Genau. Also an der Stelle nochmal irgendwie, Benny hat's noch ein bisschen auf heißer Flamme geköchelt irgendwie. Er baut gerade einen Discord-Server irgendwie, wo man sich dann halt einfach mal ein bisschen auch mal austauschen kann. Ja, wo ihr auch irgendwie, wenn ihr Bock habt, mal irgendwie euren Shit hinschreiben könnt oder so. Oder ihr euch selber da auch ein bisschen austauschen könnt. Ja. Wann der offizielle Start dessen wird, irgendwie, wird Benny noch verkünden. Irgendwie. Also er ist so halb da, aber noch nicht in voller Funktionalität. Hier hinten ist was. Der geile Discord. Oh, das ist aber ein schönes Zimmer. Das ist aber ein schönes Zimmer. Ja, ich weiß nicht. Das sieht nicht... Also, erinnert mich sehr an Mortuary Assistant. Das ist der... Plop! Mortuary Assistant. Check this out. Das ist der Wellnessbereich. Ja. Hat dich nicht so. Okay. So, guck mal, da würde auch ein Bild hängen eigentlich, wo die Lampe ist. Da. Ja, stimmt. So, ne? Stattdessen klopfst du da. Ach, guck mal, da. Oh. Noch wieder. Und eine Hand diesmal. Oh. Leuchtturm. Aaron. Charlie. Wer ist er? Achso. Hat sich mal ein bisschen umgezogen. Und er hat seine Cappy nicht auf. Selbst seine Ersatzcappy hat er nicht dabei. Der arme Kerl. Hat er beide verloren wahrscheinlich. Hat Aaron wahrscheinlich verbummelt. So, okay. Unsere Martha-Hilfsgruppe. Ja, genau, richtig. Ja, tatsächlich ist es sowas dafür da. Irgendwie, da muss ich einfach mal so, ich hab jetzt nach 2 Stunden immer noch nicht aufhören zu weinen. Ach, cool. So ein Erkerfenster finde ich richtig geil. Brechen wir eine seiner Regeln? Wir sollen nicht allein rumlaufen. Und außerdem haben wir die Tür praktisch aufgebrochen. Was? Also, fett. Guck also mal, so eine Reling dran, damit du schön so eine Leiter dran führen kannst. Vermutlich. Ist das geil. Aber wozu? Irgendwie. Ja, es ist nicht so gut, Sinn bei der Höhe. Ja, Dumet scheint mir ein Typ zu sein, der durchdreht, wenn man seine Regeln bricht. Ach, wie kommst du darauf? Weil er unsere Handys einkassiert hat, wie bei Teenagern? Zimmer, ja. Wir sind nicht ganz allein hier. Okay. Kannst du ein Foto da rausmachen? Oh, das ist eine gute Idee. Ist das jetzt dein Ernst? Das ist einfach so. So, jetzt nochmal. Ja, passt. Warum? Nein! Ey, die Steuerung! Okay, warte mal, wenn du jetzt so gerade probierst, ich geh mal kurz auf Toilette, bin gleich wieder. Da blinkt, also ich, ja, mach ruhig. Aber hier, sag mal, da ist doch... Oder ist es... Komm mal, jetzt nochmal ausprobieren. Chat. Ja, wisst ihr Bescheid? Aber, nee, ist schlecht. Aber ich konnte jetzt Fotos machen? Da hat sich auch was in der Linse geändert, aber irgendwie ist nichts passiert. Aha. Also mal gucken, ob ich das jetzt nochmal generieren kann, weil immer wenn ich jetzt dann nochmal dahin wollte, sagte er nee. Also quasi immer der mittlere Punkt hat sich farblich geändert. Aber natürlich kann ich das jetzt natürlich wieder nicht machen. Oh, Warcraft 1 und 2 im Bundle. Was? Produkte aus deiner Wunschliste sind. Hier ploppt gerade irgendwas auf. Bei wem? Bei dir? Ja. Okay. Also bei dir nicht, ja? Okay. Nee. Oh, ist aber eine Kerbe. Das weckt Erinnerungen. In der Schule habe ich lauter Zeug in meinen Tisch geritzt. Du Achso. Rebell. Doch, du Rebell. So mit einer Axt oder was? Ja, ihr ritzt. Oh, da vorne glänzt was. Ja, ja, ja. Wieder ein Buch. Untersuchen. Was he the devil? Guck mal, der Joseph Morello. Was? Ah, Morello. Oh, ja, stimmt. Die Wahrheit hinter Amerikas ersten Serienmörder. Ja, dann lass uns doch mal durchlesen. Seit einem Erstlingswerk 2002 ist Joseph Morello von der Serienmörder-Spurensuche fasziniert. Und keiner hat ihn mehr gefesselt als H.H. Holmes. In seinem neuesten Taschenbuch beleuchtet Morello mehr als 15 Jahre seiner eigenen Recherchen und Veröffentlichungen und trennt Fakten von Fiktion, um Beweise für die Wahrheit hinter dem historischen Fall von Amerikas ersten Serienmörder zu liefern. War er der Teufel?
Pflichtlektüre für Morello-Fans. Real Killers Magazine. Wie eine Analyse der eigenen schlimmsten Albträume. Review Monthly. Okay. Also er war auf jeden Fall ein Autor und war ja hier auch Gast. Das wissen wir ja. Genau, er wurde ja eingeladen quasi. Genau. Wir haben ja auch seinen Ausweis gefunden. War das seiner? Kann das sein? Da hat er gar den Namen nicht so richtig gesehen. Oh, krass, krass. Also ich kann hier mit Blitzlicht irgendwie mir zumindest ein bisschen... Ist denn dieses rote Licht? Ist das von Hause aus da oder kommt das von uns? Nee, das kommt, glaube ich, von hier von seinem Auslöser. Ja. Okay, also... Alter, diese Blau steht ihr überhaupt ja nicht zu diesen Haaren. Kann man sowas anziehen? Ja. Willkommen bei Shopping Queen. So, was haben wir denn da? Ich weiß nicht. Ich weiß... Oh Gott, ey, jetzt ist die Maus aber auch sehr sensibel. Ja, man könnte den Eindruck haben, dass das Spiel steinweise noch etwas unausbalanciert ist. Und ja, vor allem, ich kann auch nichts machen. Also, ich kann hier gucken, ansehen. Warte mal, muss ich... Nee, nein! Da oben. Schau mal nach oben. Ach, da. Mag kein sein, was? Ein Bein? Ein Beinstativ. Hashtag ab 18! Lutz, benutzt dein Einbeinstativ. Aber ich habe das Buch echt nicht gesehen, ne? Also. Ne, man ist natürlich auf das fokussiert, was vor einem ist, nicht was über einem ist, ne? Was haben wir denn hier? Geburten, Tode, Eheschließung. Mr. und Mrs. Robert Hall aus Silver Spring geben die Geburt ihrer Tochter Marilyn am 10. Juni im White Oak Hospital bekannt. Elaine und Steve Wright aus North Park geben die Geburt ihres Sohnes Maurice am 10. Juni im White Oak Hospital bekannt. Im Namen ihrer Tochter Lucinda Munday geben sie stolzen Großeltern George und Irene Munday aus Silver Spring die Geburt ihres Enkels Hector Whalen bekannt, der am 11. Juni im White Oak Hospital geboren wurde. Okay, gibt's hier noch eine weitere Seite oder war es das? Na, okay, das war's. Die letzten sind auch die aus dem Brief gewesen, die wir schon gefunden haben. Na, von der Postkarte. So, kann ich denn jetzt hier mit dem Blitzlicht noch? Gibt's hier, kann ich damit irgendwas aufdecken? Beweisen? Jojo hat gerade geschrieben, kannst du das letzte Foto nochmal anschauen? Das letzte? Oder hast du das schon gemacht? Das letzte Foto. Du meinst die Hand hier? Weil hier kommen wir ja... ein Foto. Hast du ein Foto gemacht? Ja, aber ich komme nicht an das Foto ran. Also ich habe ja mehrere Fotos schon gemacht. Ich weiß noch nicht, wie ich da hinkomme zu den Fotos. Ja, ansonsten steht, Herr Junge, wir machen nachher nochmal einen Martha-Grundkurs mit ISO, Shutter und Blende. Ja, wer nicht weiß, was ihr meint, ist plop! Ja, da würde ich, also wie gesagt, Jojo, ich würde gerne an die geschossenen Fotos irgendwie rankommen, weil ich glaube auch, dass es da noch Hinweise gibt, aber ich weiß nicht wie. Also, ich komme da irgendwie nicht so wirklich hin. Es muss einen Ausweg geben. Wie so ein Ausweg. Da hinten ist auch noch die Tür offen. Wo, was ist... Ey, sag mal. Okay. So, was haben wir da? Ach, das ist so geil, so eine Bibliothek. Er kennt so ja eine Bibliothek, ey. Alter, die ist aber auch... Sieh dir die Tapete an. Was? Die Tapete interessiert mich gerade gar nicht. Wow. Vielleicht sollst du die ist ja Kamera uralt. Angucken. Verdammt, alles hier ist uralt. Ich dachte, das Haus wäre außen alt, aber innen renoviert. Warte kurz. Ja, tatsächlich ja, ne? Es sollte ja also nur eine Nachbildung sein. Dumet will wohl alles erhalten. Ist sicher nicht einfach hier draußen. Ich bin ja auch ein Fan von Antiquitäten. Ach, komm, ich dachte schon jetzt. Nee, ich will eigentlich. Also hier, okay, ja. wenn du unbedingt willst, so, ja, dann zoomen wir nochmal ran. Freundes, schiebst mir jetzt nicht in die Schuhe. Hashtag ab 18. Seit wir hier sind, habe ich diesen komischen Geruch in der Nase. Jetzt weiß ich, was es ist. Verwesung. Nee, die Fotos, die du gemacht hast. Ist ein altes Haus. Ja, ja, aber die da tote kann ich Fische am Inselstrand, nicht, Tiere im Wald. Könnte alles sein. Was immer es ist, ist es mausetot. Oder warte mal, habe ich hier noch eine andere Taste, die mir das Tutorial noch nicht gesagt hat? Kann dann sein, dass da ein Camcorder lag, ein kleiner? Geheimnis. Warte mal, habe ich hier noch? Nee, hier sind nur die anderen Geheimnisse. Ja, sagte er, nachdem er den Popo fokussiert hat. Ja, ja, ja. Ey. So ist Benny immer. Und dann sagt er, ja, wie du willst. Oh. Ja, ja. Guck mal hier. Da ist eine Tür, die ist ein bisschen... Vernagelt? Ja. That's right. Untersuchen, yeah.
Mixtape. Manny Sherman, geboren am 1. Januar 1956. Ah, bitte. Das wissen Sie doch alles. Was wollen Sie? Was ist das? Was? Sie haben Ihre Hausaufgaben gemacht, oder Special Agent Monday? Was sind meine Lieblingsfernsehsendungen? Erstes Haustier beschreiben? Special Agent? Wie waren Ihre Freunde in Kindheitstagen? Was soll das? Machen Sie eine Umfrage oder möchten Sie etwas herausbekommen? Können Sie nicht einfach direkt fragen? Sie wollen wissen, was mich inspiriert hat? Als wäre ich kein Original? Ah, vielleicht gab es da einen Mann, der mich etwas faszinierte. Henry Howard Holmes. Warum? Weil er der Erste war. Amerikas Erster. Er hat das Ganze erfunden. Er hat Maßstäbe gesetzt, wissen Sie? Bilden Sie sich, Monday. Lesen Sie ein Buch. Sie glauben, ich wäre dumm, weil ich Leute aufschlitze und mir das Freude bereitet? Ich habe angeblich 13 Leute getötet, bevor ihr schlau genug wart, mich zu finden. Alles klar. Okay. Das ist also nicht Triple H gewesen, sondern jemand anders. Vielleicht ein Dumet? Kann ich hier hochklettern? Ich würde mich gerne oben ein bisschen umsehen. Geht. Nein, das geht nicht. Scheiße. Ey, sag mal, da ist eine. Ist da jetzt eine unsichtbare Wand oder was? Doch, geht. Ey, meine Güte. Aber auch keine Interaktionsmöglichkeit angezeigt, war? Irgendwie. Nee, nee. Das sagt so hier. So. J für Klettern. Okay, wait a second. So, jetzt können wir doch hier bestimmt. Jump! Jawohl. Das so, hier können wir doch so jetzt schieben. Das war nicht, Alter, gewollt. Das ist so Resident Evil-mäßig, ey. Das ist also echt jetzt. Ach so, jetzt müssen wir wahrscheinlich damit nach darüber, damit. Okay, verstehe. Ja. Verstehe. Kann ich dann hier einfach runter? Geht das? Ist das so sportlich? Ja, cool. Der mit Höhenangst springt er runter. Und jetzt kann ich. Klack. Mach mal Jump. Jawohl. Dann zieh dich mal hier hoch. Du bist ja sportlich. Also grundsätzlich muss ich aber sagen, finde ich es wirklich cool, dass jeder einzelne Charakter ein Special-Feature hat irgendwie. Ne? Also halt irgendwie eine Fähigkeit. Ja, gut, dass er jetzt hier irgendwie cool Fotos machen kann und sowas alles. Aber ich würde gerne auf die, weil wie gesagt, ich hatte schon ein, zwei Fotos gemacht oder geschossen. Ja. Ich würde gerne darauf zugreifen können. Oder irgendwie eine Info. Der kann auf seine Aufnahmen zugreifen. Und der zoomt jetzt auf deinen Popo. Warte mal. Von wo kommst du, Kamera? Ist doch. Der Winkel ist doch. Hallo? Ja. Da oben bei den Lampen, irgendwie zwischen den Fenstern, hätte ich jetzt gesagt. Ha. Halt. But he's invisible. Ich. Also, okay. Okay, hier kann ich nicht rein. Ja, wahrscheinlich müssen wir irgendwie noch eine Brechstange oder irgendwas finden, um uns da durchzuarbeiten. Naja, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt gleich den Fotoapparat, aber ich weiß nicht, was mir der Fotoapparat bringen soll. Warte mal, kannst du den Schrank da verschieben? Ja. Den könnte ich jetzt hier nehmen und kann den jetzt nach links. Alter, so ein Schrank muss aber auch erstmal verschieben können, ey. Aber auch nur minimal. So ganz locker, so seitlich, so weißt du. Und dann kann ich den rausziehen. Oh, ich kann den sogar rausziehen. Okay. Ah, okay, verstehe, okay. Ah, gut. Rätsel wird gleich gelöst. Ja, dann kann ich mal kurz loslassen und mal andersrum. Genau, ist der mal drin? Guck mal auf der anderen Seite noch, bevor du anfährst. Hallo? Vielleicht eine Münze? Nee. Oh, Münzen! So, dann kommen wir hier rüber. Da haben wir ja extra so eine kleine Freistelle. Na, vor allen Dingen ist ja gehen die Kratzer auf den Boden und genau dahin. Schon cool gemacht. Ach, stimmt. So komme ich. Nee, hier komme ich auch nicht hin. Aber er atmet auch so schwer. Obwohl er nicht Raucher ist. Ja, er hat jetzt gerade ein großes Regal geschoben. Ja. Da will man mal nicht so sein. Der andere ist einfach einen Meter gelaufen. Da liegen schon Welten für mich dazwischen.
So. Dann einmal hier drunter durch. Ich finde doch die Textur von dem Hoodie so krass. Das Mann. Jump! Jump! Kick the ladder. Ne, erstmal will ich hier rüber jumpen. Was ich nicht kann. Wird, glaube ich, nicht gehen. Deswegen, jetzt musst du wahrscheinlich die Leiter runterschieben und dann musst du den Schrank wieder zurückziehen. This should work. Mark? Alles gut da drin? Bin ja, ja. Wieder da. Ich bin, ja, ja, ich ist alles, alles safe. Alles. Mark, ist alles gut? Bist du schizophren? Warum sprichst du plötzlich Englisch? Was ist los mit dir? Hey, jetzt muss ich den Schrank wirklich wieder zurück. Okay. Wirklich ein bisschen was von Resident Evil? Gebe ich? Absolut. Jetzt hat schon so viel von Resident Evil, dass ihr jetzt keinen Plop von mir hört. Das stimmt. So, dann. Do it! Mark, do it! Okay, hat er. Und auf geht's. Wieder nach oben. Dann springen wir wieder rüber. Dann können wir uns. Aber wie bekommen wir jetzt denn die andere wieder zu uns? Also ganz wohl alleine fühle ich mich jetzt hier nicht so unbedingt. Nee. Wenn du da hinten rauskletterst, würde ich jetzt, schön, dass ich wieder drauf gezeigt habe, wirst du wahrscheinlich irgendwie von außen die Tür öffnen können. Nein, nur nicht. Ihr habt da nicht was irgendwo zum Aufnehmen? Nee. Sag da nicht was. Da glänzt du doch irgendwas. Hier? Dann war das anscheinend nur einfach so eine Reflexion. Schade. Ich sehe leider nichts. Na, schade. Schade. So, dann kletter mal hier runter. Oh, hier ist aber nicht so dunkel, nicht so hell, so. So, jetzt kann ich die Tür öffnen. Nee. Dann wird wohl irgendwo wahrscheinlich ein Schlüssel zu finden sein. Würde ich jetzt mal sagen. Hoffentlich. Kann ich das hier verschieben? Kann ich hier durchgucken? Werde ich beobachtet die ganze Zeit? Und weiß davon eigentlich nichts? Achso, warte mal, wie wär's einfach mit hier rüberklettern? Genau. You can do this. Wo sind wir? Im Büro. Oh Gott, was ist denn das? Ein Aschenbecher da? Also, okay. Oh, guck mal, ein Schlüssel. Ja, take it. Auch so alt und rostig, ey. Balcony. Okay. Können wir denn jetzt wenigstens durch diese Tür gehen? Wäre das eine Option? Ja. Und jetzt sind wir wieder bei... Yay! So, wo ist jetzt der Balkon gewesen? Na. Also wieder zurück? So, im Nebenzimmer? Schau mal. Aber hier ist doch kein Balkon. Also... Oder? Nicht wirklich. Also, unterm Balkon verstehe ich jetzt auch was anderes. Aber du hast ja vorne noch diese riesengroße Lobby gehabt, ne? Also. Aber sie steht. Achso. Ja. Wo könnte der Balkon sein? Ja, wo? Wo nur? Ah, wenn doch nur ein Schild an der Tür wäre. Ja, ihr Lieben, seht uns nach. Manchmal sind wir einfach nur blöd. Oh. Komm schon. Ist doch gar nicht so hoch. Der macht Jump and Run über die ganzen Dinger und jetzt kriegt er Panik? Wovor hast du Angst, Miss? Stets bereit für die Kamera. Du siehst toll aus, wie immer. Ist jetzt aber auch aus der Auswahl nicht so hervorragend, dass er das erstmal so eröffnet. Nee. Oh, was war hier? Anzeige. Oh nein. Oh! Besitztümer der Opfer von Haha Holmes, Chicago 1896. Haha Holmes. So wird er jetzt genannt von dir. Vom. Jetzt wenn du schätzt. Sieh mal her. Das ist sein Hut. Hut? H.H. Holmes. Ah, Holmes. Okay, komm. Hey! Oh, fuck! Nein, Alter! Ist okay? Nur nein! Ich hab gerade mit dem scheiß Bleistift in den Finger gestochen. Das Ding ist plötzlich aufgetaucht. Oh. Ach, ey, das ist aber fies.
Okay. Siehst du? Was ist das? So eine Art mechanische Figur? Ja, und zwar eine gruselige. Die tut dir nichts. Sie hat dich auch erschreckt. Und dich zweimal. Hey, Charlie, 8 Uhr. Essenszeit. Verdammt, wir haben nichts. Noch ist Zeit. Komm schon, lassen wir Charlie nicht warten, sonst faselt er ewig davon. Ist ja egal. Der ist ja eh nur so geil auf seine Kippen. Hey, sei höflich zu Charlie. Er war zuerst unhöflich, als er gemeckert hat, obwohl ich nur meinen Job gemacht habe. Ich muss vor der Kamera sprechen, nicht er. Ach komm, du warst auf Streit aus, gib's doch zu. Du hast ja recht, aber auf Wut reagiert er bekanntlich mit mehr Wut. Sein Problem, Mark, nicht meins. Charlie kann anstrengend sein. Ich weiß, ja, Charlie kann anstrengend sein. Hast du seine Notizen gesehen? Ja, habe ich. Die Hälfte seiner Texte ist unbrauchbar. Das mag auf dem Papier ja gut aussehen, aber das reicht nicht. Ich will nur helfen. Und er ist immer gleich beleidigt. Weil er denkt, dass du nur Aufnahmen für dein Demo-Video willst. Und wenn's so wäre? Ja, denn er denkt, wir gehören ihm. Ja, das denkt Charlie er wirklich. Denkt echt, wir gehören ihm. Er kontrolliert uns ständig. Ich lass mich nicht kontrollieren. Warum sonst streiten wir so oft? Übrigens, er hat Aaron seit Wochen nicht bezahlt. Er hat ihr gesagt, von ihm lernen sei ja Lohn genug. So ein Arschloch. Okay. Er hetzt sie quer durch die Stadt, um seine Wäsche abzuholen und für ihn einzukaufen, als ob er das nicht selbst könnte. Ist auch egal. So oder so werde ich Lonnet Entertainment verlassen. Verständnisvoll. Hab solange du es noch kannst. Ich dachte, wir gehen gemeinsam. Das ist doch super. Das ist definitiv der richtige Schritt für deine Karriere. Das klang sehr aufrichtig. War es auch. Charlie würde uns sofort ersetzen, wenn das nicht so unbequem für ihn wäre. Er benutzt uns. Ich habe Besseres verdient. Du auch. Wir alle. Eine umwerfende Darbietung. Gib die Nachrichten auf und werde Schauspielerin. Ich war tief berührt. Fucking Oscar-reif. Du weißt nicht, worüber wir geredet haben. Ich habe genug gehört, danke. Ich weiß, wie Verrat klingt. Von dir bin ich besonders enttäuscht, Mark. Egal, wie deine Zukunftspläne aussehen, noch arbeitest du für Lonnet Entertainment. Und die Crew von Lonnet Entertainment ist jetzt zu Abend mit ihrem Gastgeber. Charlie, es tut mir leid. Und Mitarbeiter von Lonnet sind Profis, klar? Also benimm dich auch so. Sagt derjenige, der die Kippen sucht. Zufrieden? Ey. Du hast eine Zukunft, ich jetzt nicht mehr. Der Mann ist ein scheiß Kleinkind und irgendwie sinken wir alle auf sein Niveau. Der Typ, ey. So, machen wir erstmal noch eine schöne Animatronic. Noch ein Pippekin machen. Was macht der da? Hey Leute. Ach guck mal, er hat sich umgezogen. Na, schon. Und ich glaube, er hat einfach bloß die Jacke ausgezogen. Und die Mütze abgenommen. Und wo ist der Gastgeber? Ist es okay, wenn ich Wein einschenke? Oh Gott, bitte. Hat jemand Mr. Dumet gesehen? Sollten wir nicht auf ihn warten? Schenk ein, Mark. It's your turn. Ach so. Besorgt. Wer lädt zum Essen ein und kommt dann selbst nicht? Ihr habt ihn doch nicht irgendwie verärgert, oder? Nein, Dad. Ich hab hier außer dem Hausmeister niemanden gesehen. Bestimmt kocht er das Essen selbst. Als ob das der Hausmeister ist. Erzählt mir doch keinen. Dumet! Sie haben sich aber fein zurechtgemacht. Wir haben den Wein entkorkt, das ist ihnen doch recht. Dumet? Ja, der Typ kommt nicht. Moment, was, wieso? Er hat deine respektlosen Tweets aus seiner Limo gelesen. Ich hab ne... Wovon redest du da, Jamie? Er ist wieder mit der Fähre weg. Was? Wann? Gleich nachdem wir auf die Zimmer sind. Er ist weg? Ganz sicher? Unmöglich. Du hast dich geirrt. Ich bin nicht blind, ich hab's gesehen. Warum sollte er abhauen? Das ergibt keinen Sinn. Sie hatten's verdammt eilig. Du hattest recht. Hier war doch ein Kind. Ich hab sie gesehen, als ich mein Zimmer gesucht hab.
Wieder mal ein perfekter Plan von Charles Lonnet. Und was jetzt, Boss? Schwimmen wir zurück? Warum lädt er uns hierher ein und zum Essen und haut dann ab? Wütend. Ich bin's langsam leid, dass ihr ständig an mir zweifelt. Er hat mir gesagt, er hätte Artefakte, die für unsere Doku interessant sind. Seht euch um. Hat er gelogen? Er ist sicher nicht ohne Grund weggegangen. Ziehen wir keine voreiligen Schlüsse. Leute, bin ich die Einzige, die langsam Angst vor diesem Ort kriegt? Und vor Mr. Dumet? Auch wenn es mir wirklich in der Seele wehtut, das zu sagen. Ich glaube, Jamie hat recht, was das angeht. Danke! Sprecht etwas leiser. Warum? Er ist nicht hier! Aber das erklärt nicht, warum er abgehauen ist. Er musste zurück, um sich ein Alibi zuzulegen. Was soll... Naja, damit er alles abstreiten kann, wenn unsere Leichen am anderen Ufer des Sees stranden. Oh, Gott, Jamie! Musst du alles noch schlimmer machen? Das ist nicht hilfreich. Okay, bitte. Aber beschwer dich nicht bei mir, wenn du hier drauf gehst. Was ist dein Problem? Sag's ja nur. Anna hat sie recht. Du hast wohl keine Zigaretten gefunden? Na? Nachtragend. Das Fiese ist, ich habe einen Automaten gefunden, aber wie alles an diesem beschissenen Ort ist er alt und kaputt. Also was tun wir? Bloß rumsitzen und so tun, als ob wir essen? Wie ist der Plan, Charlie? Der Plan? Wie immer bei Lonnet Entertainment sitzen wir uns die Ärsche breit und drehen Däumchen, bis die Deadline naht und wir panisch irgendeinen Scheiß zusammenschustern und ich die Sache durch mein Voiceover rette. Tja, trinken wir darauf, dass Topeka nicht mehr Charlies schlechtester Einfall ist. Da passiert es. Ja, feindselig. Echt? Okay. Ja, ich bin ihn schon richtig. Gut, das reicht. Mies. Ich möchte einen Toast aussprechen. Es scheint fast, als wäre das unser letztes Abendmahl als Team. Was so ist wie das für ihr euch verhaltet. Ich und meine Jünger. Ha, aber halt. Moment noch, ich kann mich nicht entscheiden, wer Judas ist. Ich habe zu viel Auswahl. Und du bist natürlich der Märtyrer. Du wirst bald lernen, dass du nicht weit kommst, wenn du keinen Teamgeist zeigst, Kate. Lass die Scheißpredigt, Charlie. Was ist jetzt dein Problem? Weißt du, du musst dich nicht immer zu Wort melden, Jamie. Schweigend arbeitest du am besten. Glaub mir. Komm schon, Charlie. Du willst, dass wir zu dir stehen? Durch die Bank weg, bei allen Faschisten. Behandel uns nicht wie Scheiße. Ja, Satz. Na gut, dann fliegt man nicht so sein. Bin hier hässig. Machst du Witze? Du warst der beste verdammte Kameramann, den ich je hatte. Und dann kommt Kate und macht dich unsicher. Und neurotisch. Das ist... Du hältst dich zu gut für das hier, oder? Bist ein Künstler, hä? Hm? Schön. Geh und mach hübsche Fotos. Versuch damit, die Miete zu zahlen. Gibt Aaron die Schuld an meiner Laune. Sie hat meine Kippen verschlammt. Jeder ist schuld, nur er nicht. Prost, Leute. Hey. Das war nicht ihr Fehler. Sie mag unschuldig und verloren wirken, aber sie weiß genau, was sie tut. Oh. Wo sind sie dann, Jamie? In deinem Arsch vielleicht? Ach, nice. Fick dich, Charlie. Du bist Regisseur und nicht Gott. Du bist nicht der König. Wir sind keine Untertanen, die dir in den Arsch kriechen und dich ständig bedienen müssen. Kate. Nein, er muss das hören. Ihm ist alles scheißegal. Unsere Gefühle, Karrieren und Bedürfnisse, scheiß auf ihn. Scheiß auf dich. Oh, das ist echt Hammer. Und dir macht das wohl Spaß. Zu sehen, wie Charlies toller Plan auseinanderfällt? Ja, schon ein bisschen. Das reicht, Jamie. Mann, du hast kein Recht, uns rumzukommandieren. Sieh dich doch mal um, Alter. Geringschätzig. Zieh's auch durch. Das ist meine Firma. Ich zieh durch. Wir folgen meinem Plan. Aber du... Der Plan ist noch gleich. Okay, wir sind zum Drehen hier. Und genau das werden wir auch tun. Okay, cool. Du bist der Boss. Also, wo ist die Matt hin? Wir können ohne ihn drehen.
Wir haben uns hier umgesehen. Ohne ein einziges Wort von Dumet fallen mir Dutzende Szenen für den Dreh ein. Also gehen wir es an. Danach könnt ihr euch aus dem Staub machen, wann immer ihr wollt. Okay? Gute Reaktion. Das ist doch scheiße. Dieser Ort ist gruselig. Dumet ist ein Spinner. Also tu nicht so, als sei alles normal, Charles. Hey, Mark. Willst du Kate nachlaufen wie ein Hundewelpe oder sollen wir dann die Ausrüstung planen? Im Foyer ist das Licht gut. Minimale Vorbereitung. Wir können 15 Minuten drehen. Dann mal los. Immerhin sind deine Ausraster die unterhaltsamsten, die ich je erlebt habe. Wütend. Du musst immer das letzte Wort haben, oder? Oh ja. Das ist meine Superkraft. Schon. Ich bin froh, dass ich sie spiele. Mark hat recht. Das Licht ist gut. Ich stelle nur ein paar Auffälle auf. Das geht schnell. Klasse. Und wer macht das jetzt sauber? Aaron. Ach, genau. Ja, aber wie schon konsequent bei House of Ashes mit Eric irgendwie, werde ich jetzt hier mein Magnum Opus vollenden. Mit Charlie. Was bastelt der da? Oh, scheiße. Ach, der bastelt jetzt das Abendmahl nach hier, oder was? Von uns. Toll. Oh ja, guck mal. Da ist die Ersatzkäppi. Die hat eine Mütze. Die hat eine Mütze. Hat mir eine Mütze geklaut. Und eine Brille. Obwohl wirklich die Gesichtsanimation von ihm echt krass aussah. Hab ein bisschen Schiss vor den Puppen, schreibt Herr Junge. Ja, frag mich mal. Frag mich jetzt, ne? Ist angetrunken? Ach nee. Ich glaube wegen dem Asthma. Prompte Jam, los, zieht durch. Ah nein, wir haben davon 3 Stöße. Ach du Scheiße. Das ist ja krass. What? Wer war das? Hallo? Geht nicht. Leute? Gucken. Lass es sein. Seid ihr das? Mach wenigstens die Tür zu. Oh lol. Okay. Richtmikrofon. Okay. Ach krass. Denk dran, 179. Na, 78. Folge den Geräusch aus den Wänden. Ach du Schande, das ist aber cool. Ist cool gemacht? Na, ich glaube links, ne? Hallo? Das ist schon unheimlich, das ist schon krass gemacht. Also, Gänsehaut ist gerade da. Boah, ich würde mich jetzt verpissen, wa? An ihrer Stelle? Jackpot, würde ich sagen, wa? Ich geh da nicht rein. Das scheiße ist ja dein Charakter. Wir gehen rein. Wirklich? Ja. Auf einmal ist es ruhig. Hallo? Hör dich mal weiter um. Hallo? Oh, da unten ist das Buch noch. Ja, wo ist sie hin? Ist sie zurückgewandert? Ey, bitte nicht, dass sie jetzt in unser Zimmer gegangen ist. Weißt du, die hat uns hier so hingetrickst. Oh, das wäre krass. Liegt hier noch eine Münze auf dem Tisch? Fuck you! Was war das? Irgendeine Tür ist aufgegangen. Aber du kannst ja mal die weiter belauschen da. Okay.
Scheiße, jetzt sind sie ruhig. Hallo? Ich höre nichts mehr. Skin-Mute-Zeichen, wenn man ja nichts mehr hört. Okay. Das ist richtig gut gerade gemacht, finde ich. Das ist echt krass. Ich geh jetzt nochmal hier gucken, weil hier. Also diese abgedämpften Geräusche irgendwie. Komm ich auch nicht rein, okay. Ich geh nochmal kurz zu unserem Zimmer. Ich hab echt Schiss, dass in unserem Zimmer irgendwie jemand sagt: Hallo! Okay, hier ist nichts, oder? Ist hier was? Nö. Fällt jetzt auch, ist mir nichts auf. Okay. Gut, dann. Aber vielleicht noch ein bisschen ASMR. Nein, ich mach nicht sowas. Ich, euer Ehren. Füllen Sie meine Holzkiste mit Zement, begraben Sie mich tiefer als alle anderen und bedecken Sie den Boden mit mehr Zement, denn glauben Sie mir. Der Tod allein wird mich nicht davon abhalten, wiederzumorden. Was ist denn das mit dem Bild? Ja, da gibt's wieder einen Hinweis. Oh, eine schöne Lunge. Hm. Oh! Oh! Aaron hat's erwischt. Oh. Seit wann haben wir eine eigene Vorahnungssicht von uns selber? Also das ist ja so gut wie nie, oder? Naja, das würde ich jetzt auch sagen. Okay, aber hier hat sich jemand irgendeinen Blödsinn angeguckt. Hallo? Ist alles abgeschlossen? Nein, ich komme hier nicht weiter. Meinst du, wir sollten jetzt da hin? Oh Gott, vor uns ist noch ein Bild. Ja, das gucken wir uns jetzt auch nochmal an. Alter, hör auf! Auch eine schöne Hängszene. Hier, Hinrichtung des Holmes. Was ist das? Schloss, oder? So ey, das ist ein Guckloch. Ein Rundkantschlüssel, oder? Da guckt jemand durch. Wir werden beobachtet. Ist die auf der anderen Seite hoch? Nee. Stimmt. Ey, das hört sich wie so ein Mechanismus an. Ja, ne? Krähen. Wir kommen nicht mehr zurück. Weißt du, wir sind ja hier gewesen und wir kommen... Ja. Oder bin ich dumm gelaufen? Nicht. Oh no, wir sind in der Sackgasse. Hey. Macht nicht sowas. Oh Gott, ja da, ne? Bitte, für mich, entspann dich, okay? Das hier könnte für alle ein toller Kurzurlaub werden. Auf einmal können wir hier langlaufen. Nee, ist klar. Was, wenn wir gruselige Chroniken und der Serienmörder-Bibliothek haben? Oder hörst du dich selbst reden? Entspann dich doch mal 2 Sekunden lang. Spaß haben? Das habe ich vor Jahren aufgegeben. Hey, vertrau mir einfach, okay? Ich wollte nie hierher kommen. Nice. Aber jetzt sind wir hier. Okay, seid ihr fertig? Saturday, 16. April. Ich hab ein bisschen Schiss habe ich vor dieser Luke da. Ja, da wollen wir auch nicht mehr rauftreten. Okay, dann lass uns mal gehen. Wenn der Nachbau authentisch ist, weißt du ja ungefähr, was unter dieser Luke wartet. Wer zum Teufel spielt jetzt so eine Musik? Ach du Scheiße. Ey, Stevie, nee. Dreh dich mal um, das sieht bestimmt nach einem total tollen Thumbnail aus. Zeig sie mir von vorne. Ach so, nee, das meinst du so? Warte, ist das besser hin?
Weiter weg kriege ich es nicht. Ah, schade. Switcht immer in der Mitte rum, ne? Ja. Ah, schade. Schade, schade. Wirklich. Okay, na gut. Wir machen weiter. Und da ist das Heulen schon. Alter! Warum? Ey, das ist mir jetzt... Man muss mal sagen, also die Erin hat echt Eier, irgendwie, ne? Also, da kommt ja kein Kommentar, kein Nichts, irgendwie. Die zieht's durch. Wer rennt denn da? Ich weiß es nicht. Oh, oh Gott. Hallo? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh. Ja, bestimmt ist heftig. Ach, ach, ja. Jetzt im Kreis gelaufen? Nö, nee, muss nicht. Du, mach mal alleine auf dem Klo da, was du da auch immer machst. Ganz schlimmer Durchfall. Ganz schlimme Verstopfung tatsächlich. Das. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Alter. Hört doch auf mit den Geräuschen! Mach doch! Ja. Okay, da ist Licht. Ich renne jetzt, ist mir scheißegal. Das war mir jetzt... Fuck you, da ist Licht! Warte, 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 nicht so schnell! Mein keine Angstlied. Mein keine Angstlied. Ich singe, damit mir nichts geschieht. Ja. Bin dabei. Da. Oh nee, da hängt ein Telefon. Das ist eine Falle. Ja. Da oben, guck mal, ne? Da ist eine Luke. Siehst du das? Ja. Wenn ich das Telefon nehme, werde ich davon zerdrückt oder so, keine Ahnung. Aber ich gehe von aus, ich muss das Telefon nehmen, oder? Ja, ich würde auch sagen, du musst keine andere Wahl haben. Scheiße. Ich möchte es nicht untersuchen, weil ich weiß doch, da kommt jetzt was, oder? Mach die Scheiße aus. Oh no. Oh no. Ja. Ey. Oh nein. Und du musst jetzt hören, wo er ist. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay, ich muss für mich lauter machen. Scheiße. Was ist denn? Okay, nee, ich kann wieder leiser machen. Okay. Das war ein richtig krasser Abschnitt, ey. Der war richtig gut, ey. Verdammt. Ah, sie ist die Technikerin, ne? Sie hat den Strom... Sicherung. ...Ausfall verursacht. Wahrscheinlich. Kabel. Ja, die haben jetzt auch gerade K7-Kabel verlegt in dem Hotel, ne? Ist halt... Ist perfekt verbaut. Alter, das ist aber... Ey, okay, es geht jetzt nach da oben, ja. Und weiter? Das ist super. Das Kabel geht nach da. Scheiße. Ja. Hm? Hallo? Hallo? Mr. Dumet? Sie hat ihn noch selber wegfahren sehen. Ja, wie gesagt, das, manchmal sind die richtig clever. Wird langsam Zeit fürs 21. Jahrhundert. Mhm. Ja, okay. Cool. Ist aber auch schön, dass sie das natürlich mit dem Release des Spiels genommen haben, ne? 17. November. Ach nee, war ja der 18. 18. Das ist am 18. rausgekommen, wa? Ah. Warte mal, was denn hier? Dann haben sie doch nicht cool gemacht. Firings Security Corporation, 21 Gout Street, Detroit. Aha, Name. Net Joke. Address PB Box, PO Box, Detroit, Telefon, Rechnungsdatum, ja, okay. 0451. Siri, schreib dir mal auf, lieber 0451. Ich weiß nicht, wofür es brauchen könnten, eventuell. Who knows? Okay. Herr Junger schreibt gerade, ja, war auch 2017, ja, okay, das war klar irgendwie, aber hätte sein können, dass, ne, das Tages- und Datumsdatum, das wäre schön gewesen. Beschreibung, Installation eines digitalen Schlosses, Preis 45 Euro, 45,60 Dollar.
Arbeitskosten, Zwischensumme, okay, Mehrwertsteuer und Gesamt, ja, okay. Zulassung für Notfalldienstleistungen. Ich bestätige hiermit, dass ich die nötige Zulassung zur Bestellung der oben aufgelisteten Sicherheitstechnologie habe und der Verkäufer von jeglicher Haftung für die Folgen der Installation oder Nutzung der Technologie befreit ist. Unterschrift net joke. Das ist aber ein netter Joke. Okay. Das hat übersetzt, nicht witzig. Yes, ja, okay. So, da liegt noch was. Hier liegt noch ein Aschenbecher, guck mal hier. Aschenbecher. On the desk. Ja, ja. Lass mich raten, da kommen wir wieder nicht ran, weil... Oh doch, da kommen wir ran. Okay. Guck mal. P.B. Richards. P.F. Richardson. Achso, muss ich umdrehen. Versicherung, okay. Mr. und Mrs. Edwards, East Third Lighthouse. Unleserlich, Lake unleserlich, Datum 3. August 2011. Kommt mir irgendwie bekannt vor, hatten wir das nicht auch mit diesem unleserlich extrem oft bei dem House of Ashes? Absolut. Sehr geehrte Mrs. Edwards, sehr geehrter Mr. Edwards, wie gewünscht haben wir die Änderungen an Ihrem Testament vorgenommen. Ein Zusatz wurde hinzugefügt, welcher besagt, dass das gesamte Anwesen im Fall Ihrer beider Tod an Mr. Richard Belknap übergeht. Wir empfehlen Ihnen, zur Vervollständigung Ihrer Unterlagen eine Kopie dieses Briefes an Ihren Anwalt zu senden. Sie können Ihr Testament und Ihre Lebensversicherung jederzeit einsehen, wenn Sie sich bei Ihrem Online-Konto anmelden. Jessica Maxwells Unterschrift, leitende Verwaltungsbeamte. Okay. Mhm. So, hier haben wir einen wunderbaren Fernseher. Öffnen. Na dann... Können wir nicht. Okay. Das ist schlecht. Gut, dann gehen wir mal weiter. Wir suchen ja die Sicherung, ne? Also, wir versuchen das rote Kabel zu verfolgen. Weil Sicherungskabel sind immer rot. Also, eigentlich nicht, aber wir gucken mal. Ja, nur die Plus. Nur der Pluspol. Auch in den gruseligen Wartungsraum im Gruselhotel auf der Gruselinsel, wo wir eine Doku über Serienmörder drehen, ganz allein und ohne meinen Taser. Was, ein Taser? Selbst schuld, Jamie. Oh, jetzt können wir nochmal probieren. 0451. Triff bessere Entscheidungen. 05? Quatsch, 04? Ja, kann ich auch drücken? Warum kann ich nichts drücken? Schalte den Strom wieder ein, finde den Code für den Schaltraum. Achso, ich sollte vielleicht erstmal den Code den Strom wieder einschalten? Oder ist hier... Da ist doch, da sind doch die Sicherungen! Warte mal. Kann ich? Ah, 0? 4? 4? 4? 5, 1. 5? Hallo, Maus? 1. Ding, ding. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, Steve. Gott sei Dank! Etwas aus diesem Jahrhundert! Also bei Phasmophobia müsste ich diesen roten Generator anmachen. Ach Gottchen, jetzt geht's hier wieder los. Oi, 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 oi. Ja, komm, wir holen unser Gerät wieder raus. Bringt uns null, weil wir haben ja da eine Anleitung. Kann das sein, dass jetzt unten anfangen muss? If I had to wire the system in. System in on itself, do the shadow equipment if this place follows a. Diagram, to be fine. Okay. Okay, so war das nochmal. Flup. 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 Nach unten. Oh, war das jetzt richtig? Ja, hätte den oberen zuerst machen müssen. Ja, das dachte ich mir. Verdammt. Also nochmal von vorne, weil es so schön war. So, den, dann den, dann den und jetzt den. Yes! Nice. Ich weiß zwar nicht, warum sie diesen Prüfer dabei hat, weil der bringt mir nichts. Der ist einfach bloß, okay, schön. Sieht halt technisch aus. So, wo sind wir denn hier eigentlich überhaupt? Okay, können wir uns hier verstecken? It's the workshop. Ah, hier sind wir jetzt an der anderen Seite der Tür. Okay, verstehe, verstehe, verstehe. Gibt es noch was zum Lesen? Achtung! Dies ist eine schwere Sturmwarnung für das Gebiet der großen Seen.
schreibt das mal auf, warte mal. Wiederhole. Dies ist eine schwere Sturmwarnung für das Gebiet der großen Seen. Ben, Ed. Ab 22 Uhr Ortszeit. Viel Spaß mit deinem Erinnerungsstück. Ben Ed Killerfernalia. Killerfernalia, Online-Auktion für Serienmörder-Erinnerungsstücke. Alter, ist jetzt dein Ernst? Oh, warte mal. Google mal. Lieferadresse, siehe Versandetikette. Bestellnummer 1741, Bestelldatum 16. September 2017, Zahlung Kreditkarte bezahlt. Versanddatum 18. September, Anzahl 1, Name des Gegenstandes, haha, Holmes-Hut. Alter, guck doch mal bitte, was der dafür bezahlt hat. 24.100 Dollar. Krass. Authentischer Originalhut von H.H. Holmes auf bekannten Fotos getragen. Benutzername. Ist ja ein toller Benutzername. Hahaha, 1896. da hat sich jemand. Weißt du nicht Bescheid. Wirklich sich da ein bisschen verguckt in diese Thematik. Aber ja. Gut. Kannst du bitte irgendwie Werkzeug mitnehmen? Um irgendwie wie so eine Art Waffe zu haben? Einfach so? Ja, vor allem, sie hat doch einen Schraubenzieher hinten drin, oder? Jetzt lesen wir uns erstmal noch das nächste Dokument von Dear Mr. Clark. Cardi Cooper General Contracts, South Lake Avenue, Milwaukee. 25. März 2017. Sehr geehrter Herr Mr. Clark, Mr. Belknap, hat weitere Renovierungen für den Wellness-Bereich des Hotels angeordnet. Wir sind dabei, einen konkreten Vertrag auszuhandeln und möchten, dass die verbleibende Mannschaft einen Kostenvoranschlag kalkuliert. Mr. Bucknup kann eine detaillierte Aufschlüsselung der von ihm gewünschten Arbeiten übermitteln. Sobald wir ihren Bericht haben, werden wir eine Ersatzmannschaft schicken, um sie und ihr Team für eine Weile zu entlasten. Bis dahin bitten wir sie, sich weiterhin an die Bedingungen der Geheimhaltungsvereinbarung zu halten und diesen Zeitraum als eine Verlängerung des vorherigen Vertrages zu betrachten. Mit freundlichen Grüßen, Kelly Schröders Unterschrift, Kelly Schröder, Projektadministrator vor Ort. Okay. Dann wissen wir ganz genau, was mit dem ersten Team passiert ist. Ja, die haben. Warte mal, ich habe ganz vergessen zu gucken, ob noch auf der Rückseite was ist. Deswegen muss ich das nochmal kurz aufnehmen. Haha. Kostenvoranschlag: Jesse, Planung und Spezifizierung. Laura, Elektrik und Baustellenvorbereitung. Frank, Ingenieur. Jetzt Ingenieurgebühren. Monika, Genehmigung, Logistik, Umwelt und anderes. Ryan, aus Hub und Abriss. Na dann. Wunderbar. Tolle, tolle Kandidaten. Bitte nimm diese Schaufel und... Sehr viel zu lesen. Okay. Na gut. Auf geht's. Was haben wir hier wieder? 4. Januar 2017. Sehr geehrter Mr. Belknap, im Anschluss unserer Gespräche bezüglich der Renovierung des Hotels, um es in eine Touristenattraktion zu verwandeln, haben wir die notwendigen Bauarbeiten unter Berücksichtigung ihrer neuesten Entwürfe kalkuliert. Auf der nächsten Seite finden Sie eine Aufschlüsselung der Arbeiten sowie einen Voranschlag der Gesamtkosten. Die Arbeit kann am Dienstag, dem 17. Januar, wieder aufgenommen werden und wird in etwa 10 Wochen dauern. Die Bauarbeiten werden somit wahrscheinlich am Freitag, dem 24. März, beendet. Bitte kontaktieren Sie mich, wenn das für Sie in Ordnung ist. Mit freundlichen Grüßen, Kelly Schröder. Ja, nee, ist klar, cool. 838.000 Dollar. Beschreibung, Dauer 7 Tage, Wochen, Stunden, Kosten. Erweiterung, Verstärkung von Räumen zur Unterbringung von Anlagen, um Teile davon zu bewegen. Was? 10 Wochen? 500? Nee, warte mal. Sind das 560.000? Sind das... Das sind 560 Millionen. Aber das kann doch gar nicht... Ah, nee. Okay, warte. Es sind 560 Stunden und kostet 240.000. Ich gucke mir das nämlich gerade auf dem Dokument direkt an. Weil es steht nämlich Hours sind 560 und Costs... Genau. Das ist aber... Das haben sie auch doof gemacht. Blöd gelöst, ja. Installiere von verschiedenen Fernbedienungsempfängern im gesamten Hotel 9 Stück an der Anzahl anscheinend. Ach nee, 9 Tage. 504 Stunden und so weiter. Überholen des Rohrsystems insbesondere im Keller. Okay. Kosten für verschiedene Baumaterialien, ausführliche Auflistungen auf Anfrage erhältlich. Danke. Den Keller werden wir uns, glaube ich, nicht wirklich angucken, wenn es nicht unbedingt notwendig ist.
Ja, ich glaube, da werden wir nicht drum rumkommen, Benny. Nee, oh Gott, oh je. Ich glaube auch. Hallo? Uhuhu. Ach, ein schönes Musical, das ist aber feinet. Das ist aber feinet. Uhuhu. Oh no. Oh, es funktioniert nicht. Bin ich gar nicht so traurig drüber. Also ich weiß nicht. Möchte ich da reingehen? Also im Normalfall. Ja, möchten nicht, aber wir müssen. Oh, Alter, ich kriege so fiese Gänsehaut gerade. Was macht denn dieser rote Knopf? Ja, das ist halt wie mit jedem roten Knopf so ist, wa? Don't also, push the button. Ja, Stevie würde sagen, ich drück mal den roten Knopf. Was zur... Ja, ich bin rot. Können wir gehen? Bitte? Okay, die Tür ist noch offen. Ich frag mich, wie lange noch? Ich wollte gerade sagen, jetzt auf einmal ist Ruhe. Das würde jetzt noch unheim... Ja, wenn du hast es beschrieben. Du hast ja förmlich den Teufel an der Wand gemalt. So, hallo? The stage is yours. Was hast du vorbereitet? Die Jury ist bereit für dich. Ja, ich wollte so ein Stück am Piano hier, am Flügel vorführen. Oh no. I wanna sing. Warum gehst du denn automatisch weiter? Ich wollte gar nicht die Treppe hochlaufen, Alter. Hör auf! Auf einmal übernimmt. Also. Nein, hör doch auf. Ich wollte doch nur die eine Stufe hochgehen. Hallo? Was? Kann ich jetzt mit euch irgendwas machen? Nee? Okay. Kannst du warum glitzert es da die ganze Zeit? Ja. Hinterm Vorhang vielleicht? Ist das der Vorhang? Muss ich die Lampe ausmachen? Ansehen. Hallo? Warum guckst denn du mich da hinten so nice an? Na, du, der guckt ja nicht vorbei. Hoffe ich. Gibt's hier noch irgendwas zu entdecken? Das klingt so eine totale Verkehrte, so bam, Alter. Diese Melodie auch gerade, ne, also... Naja, ja. Guck mal, da unten, liegt da nicht so eine Kassette? Da? Da unten, siehst du die? Da unten rechts? Ja, I see it, I see. Wir machen mal Taschenlampe nochmal an. Oh, da ist auch noch eine... Ja, untersuchen. Nimm mal mit, wir haben ja noch so ein Kassettentape gefunden. Ist aber wirklich eine Mini-Kassette, ne? Kannst du die mitnehmen? Ja, steck sie ein. Steck sie ein! Verdammt! Hab's doch gewusst, Alter. Das war so ein fieser Fokus jetzt die ganze Zeit auf diese blöde Kassette, ey. Oh. Was eine Freakshow, ja. Oh. Also ich bin ehrlich, wollen wir uns die Kassette echt anhören? Weil die letzte war schon recht verstörend. Das ist so geil, so machst du alles. Maya, Maya, wo? Das wäre eine schöne Abwechslung. Ich würde es ja ein bisschen feiern, wirklich. Das okay, ist skurriler Shit. Okay, soll ich drücken? Ja, komm. Okay. Um meine eigene kleine Burg zu bauen. Genauso wie Holmes. Die meisten wie ich machen ihre Geschäfte dort, wo ihr Ziel lebt. Die wollen wohl gefasst werden. Aha. Holmes Idee war genial. Man muss mit Honig eine Falle legen. Haben Sie was zum Rauchen mitgebracht? Haben Sie? Lucky Reds? Ja! Und die sind wie Gold hier drin. Aha. Scheiße, ist das gut. Also ja, ein Honigtopf. Holmes hat ein Hotel gebaut.
in der Nähe der Weltausstellung und nannte es das World's Fair Hotel und hat in Zeitungen neben Werbungen für die Ausstellung annonciert. Natürlich nahmen dann alle an, es wäre das offizielle Hotel. Ma und paar Kettle kommen mit dem Zug aus Nebraska. Sie reisten 3 Tage, sie sind müde und wollen sich ausruhen, begeben sich auf ihr Zimmer und hoppla, wer hätte das gedacht? Holmes hatte eine Gasleitung, sie ist unterm Bett, vergiftet sie. Oder er öffnet eine Falltür. Vielleicht trennt er sie und eine Person muss durch ein Fenster zusehen, während er den Hals der anderen aufschlitzt. Das ist der Vorteil eines Honigtopfs. Es gibt immer genug Ziele. Darum sind es all die Häuser nördlich des Flughafens geworden. Die ganze Nachbarschaft sollte abgerissen werden. Und doch, all die Damen in den Maklerbüros haben das wohl nicht mitgekriegt. Ich rufe sie an als Bauherr. Sage, ich sei stinkwütend. Sie müssen sich dort mit mir treffen. Und sieh mal an, außer uns meilenweit keine Menschenseele. Anfangs habe ich noch gewartet, bis ein Flugzeug drüber flog, um die Schreie zu übertönen. Aber nach einer Weile fiel mir auf, sie konnten so laut schreien, wie sie wollten. Niemand würde sie hören. Schöne Erinnerung, diese Schreie. Versuchen Sie ruhig zu verstehen, warum ich so bin. Setzen Sie ruhig Ihre forensische Wissenschaft ein. Aber Sie werden es nie wissen. Sie werden es nie wissen, Monday. Mhm. Sie werden nie wissen, wie sich das anfühlt. Ein kranker Witz, Alter. Zu sehen, wie in jemandem das Licht erlischt. Maya, Maya. Okay, die Tür ist wenigstens noch da. So, okay, hier die ist Band alles. Ist auch noch da. Oh, ich muss sie ansehen. Wo ist denn deine Assistentin? Zeig dem Stuhl, wo es lang geht, Boss. Naja. Ja. Yay. Wo zur Hölle sind alle? Um Kate vom Spiegel loszueisen, braucht man 2 Leute. Sorry, dass ich beim Essen stumm gemacht habe. Auf gar keinen Fall, Alter. Nach Drehschluss solltest du einen Ratgeber schreiben. Teammanagement mit Haltung und Stil. Halt's Maul. Richtig. Dein Job. Siehst du? Hast schon einen guten Titel. Was zur Hölle? Warum macht dein Job es auch was? Ist. Hier bin ich gut. Oh je. Oh je. Hey, Hilfe! Ich brauche Hilfe, ich kann nicht sehen! Ich... Leute, bitte! Oh, Aaron? Und der nächste erstmal. Sachlich. Holt mich hier raus! Ich kann nicht sehen! Die Tür klemmt! Brecht sie auf! Sie rührt mich nicht! Ja, lass mich. Haben wir das Asthma-Spray überhaupt dabei? Nee, haben wir nicht. Liegt im Hotel. Also liegt in ihrem Zimmer. Schön ruhig bleiben. Aaron? Alles okay. Wir sind da. Bist du verletzt? Ungeduldig. Na, nee, mach was. Ja. Ich brauch meinen Inhalator. Wir hatten Asthmaanfall. Wie ist deine Zimmernummer? Ich! Schnell! Charlie, wo ist ihr Zimmer? Nebenan, den langen Flur darunter. Aaron, ich hol ihn. Versuch ganz langsam zu atmen. Wir sind hier, Aaron. Nein. Bleib ganz ruhig, okay? Will ich irgendwas machen? 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, aus. Wir müssen diese Tür aufbrechen. Leute, ich krieg... Such etwas, um die Tür aufzubrechen. Mark und ich versuchen es weiter. Wer ist da? Oh no. Oh no, 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 no. No, 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 no. Geh zurück. Nein.
Wo willst du hin? Verängstigt oder verteidigend? Bitte. Bleiben Sie weg von mir! Oh fuck. Nee, angreifen. Nicht nehmen. Angreifen, okay. Oh, Spam! Ja, ich bin dabei. Ich mach das. Alter, was ist er hier? Phantom der Oper oder was? Alter, wen das dich interessiert? Oh, Scheiße, Mann. Ich glaube, das war nicht gut. Ich glaube, wir hätten es nehmen sollen. Nein. Ich glaube, wir hätten es nehmen sollen. Ja. Meinst du, das wäre jetzt besser gewesen? Irgendwie? Als ob er die jetzt... Was? Ey. Wo zur Hölle ist sie? Nicht hier. Offensichtlich. Hier ist niemand. Wo ist sie? Weiß nicht. Aaron? Sie hat einen Ausgang gefunden. Eine zweite Tür, eine Luke oder sowas. Ausgang? Das ist eine Abstellkammer. Ah, da sind sie ja. Wie Jamie wohl darauf... Martin, wäre, du geiler Typ. Danke sie dir. Sie schienen doch für den Raid zu begreifen, was sie füreinander fühlten. Na, wo ist jetzt unser Gastgeber, Mr. Dumet? Alter, oh nein. Offenbar hat er die Insel verlassen. Noch hätten wir jetzt was anders machen können, Benny? Sein Verschwinden maximal hat die Stimmung das Ding annehmen, hat uns jetzt gerade einen Inhalator gegeben. Einen Inhalator, Charlie, den nimmst du doch die nicht. Verloren. Den und nimmst du doch Team nicht. Du greifst ihn an, du wehrst dich. Sind die Erfolgschancen. Ja, aber hast du ja gesehen, was passiert? Wir sterben. Ich beobachte nur. Und das kann sehr frustrierend sein. Scheibenkleister. Manchmal beneide ich sie. Ich protokolliere nur. Sie aber greifen ein. So, aber wir haben jetzt die Münzen. Eilen Sie lieber und jetzt zurück, muss er mal jetzt jemand raus. Jetzt muss hier mal was passieren. Eine schlechte. Dieser Wicht, moin! Grüß dich! Wo zur Hölle ist sie? Sie ist hier irgendwo. Sie muss hier sein. Ja, es gibt sicher eine einfache Erklärung. Das reinste Labyrinth hier. Sie hat sich nur verlaufen und... Und wie am Spieß geschrien? Ihr habt sie gehört. Etwas Schlimmes ist passiert. Das weißt du nicht. Bullshit! Du willst bloß den Dreh nicht einstellen, Charles. Ich dagegen habe kein Problem damit. Etwas läuft hier falsch, also finden wir Aaron und hauen von dieser verdammten Insel ab. Beruhigt euch, okay? Ich muss mal kurz nachdenken. Ja, na klar doch. Und er tritt von der Bühne, unser ach so sicherer Anführer. Was war das? Charlie denkt nach und sieht dabei aus wie ein trotziges Kind. Vielleicht hat er recht. Ohne diese Folge sind wir alle erledigt. Machst du Witze? Was? Ich meine doch nur... Seit Jahren warte ich darauf, dass du mal irgendwas entscheidest. Irgendwas. Und jetzt sowas? Gerade jetzt zeigst du plötzlich Rückgrat? Die Show ist also wichtiger als Aarons Verschwinden? Ich bitte dich, Mark. Wir finden sie und hauen ab. Ihr zieht voreilige Schlüsse. Mark, ich weiß nicht, wieso ihr zwei plötzlich eure Meinung geändert habt. Aber Kate hat recht. Ohne die Show sind wir alle am Arsch. Na, mir egal. Ich suche Aaron. Gut. Hier ist der Plan. Wir haben schon einen Plan. Wir verschwinden. Jetzt hör mal. Los, lasst uns einfach weitermachen. Ich werde Dumet suchen gehen und alles mit ihm klären. Ich finde, nachdem er uns beim Essen versetzt hat, schuldet er uns ein Interview. Und Aaron lassen wir allein? Sie taucht schon auf. Bravo, Charles. Du konntest dich echt gut selbst täuschen.
Dumet ist weg. Das habe ich gesehen. Vielleicht ist er wieder da. Vielleicht auch nicht. Würde es dich umbringen, nur einmal positiv zu denken? Auf einer Liste von Charlies Ideen ist es nicht die schlimmste, die er hatte. Ist nicht mal die schlimmste, die ich heute Abend hatte. Halt dich zurück mit dem Selbstlob. Deine Prioritäten sind trotzdem beschissen. Von mir aus. Ich gehe. Ich komme mit dir. Wenn wir eh nach Dumet suchen, finden wir vielleicht auch Aaron. Mir ist egal, was er sagt. Mir reicht's. Ich packe meine Sachen. Kate! Ich verschwinde, Mark. Kommst du jetzt oder nicht? Ja, klar doch. Okay, du Genie. Wo suchen wir zuerst nach Dumet? Ich suche nicht nach Dumet. Ich check Einstellungen. Falls er mir dabei über den Weg läuft, super. Aaron ist verschwunden. Wie kann dir das nur egal sein? Ich kann an mehr als eine Sache gleichzeitig denken. Weißt du, dank diesem Job hier habe ich endlich erkannt, wie echte Soziopathen aussehen. Tja, unsere Show ist lehrreich. Ach, Arschloch. So, dann komm, lass uns mal irgendwie ihn beleidigen oder irgendwas. Wen denn? Wir haben uns ja jetzt gerade zusammengetan mit ihr hier. Obwohl wir ja die gerade eben noch komplett fertig gemacht haben. Also, ich hab jetzt, wie gesagt, ich war gerade komplett vor diesem ollen Ingwer-Shot gerade irgendwie weggeknallt hier irgendwie. Was sollen wir jetzt tun? Ich hab keine Ahnung. Ich hab, warte, steht hier irgendwo, aktuelles Ziel, guck mal, Suche nach Dumet. Okay, alles klar. Dumet, dem gehört dieses ganze Anwesen hier. Ist doch aber Blödsinn, weil Dumet hat doch das Anwesen verlassen und sie hat's doch gesehen und auch der ganzen Gruppe schon mitgeteilt, oder nicht? Ja, das ist richtig. Also warum suchen wir jetzt nach Dumet? Das macht doch gar keinen Sinn. Tja, naja, wir lassen uns mal überraschen, vielleicht passiert ja was. Okay, dann gehen wir erstmal eine Etage tiefer. Und gucken so, und mal. Dieses Hotel, was man hier auf dieser Insel sieht, ist quasi ein gigantischer Nachbau. 0181. Von dem Massenmörder. Damals irgendwie in Chicago. Irgendein Typ, Dumet vielleicht, irgendwie hat. Was ist hier passiert? Hotel auf dieser Insel nachgebaut. Keine Ahnung. Ja. Als Touristenattraktion. Vor allen Dingen. Sieht ein bisschen aus wie die letzte Rekord-Release-Party von Enrichment. Das heißt, oder das Haus. Du sag mal, die Zahl hat sich verändert. Da steht jetzt 181. Kann es sein, weil da vorhin 178 stand, kannst du mich warnen, dass immer der losbrüllt? Letzte Verlorene da seine Zimmernummer drin hat? Weil 181 hatte die sich jetzt verteidigt hatte. Aaron? Echt? Ich dreh langsam durch. Weil er hat die 180. Ja, aber sie ist jetzt schon lange weg. Aaron. Und sie war daneben. Okay. Das wissen wir schon. Sie sind die Metzger draußen an der Raum. Sie hat Asthma. Sie raucht nicht. Du weißt, was ich meine. Wir finden sie. Dann jetzt mal weiter jetzt. So. Wollen wir hier nochmal reingucken, ne? Also wir müssen ja irgendwie jetzt irgendwie den Spuren folgen. Wir müssen ja jetzt irgendwas machen. Wir müssen ja irgendwo hin. Ich dachte, wir könnten jetzt nochmal in die Bar gehen. Was haben wir denn hier? Mal Licht an. Was? Wie bitte? Keine Sicherung. What? Vielleicht hat Dumet und seine Tochter freigekauft gegen uns eingetauscht. Oh. Das kann auch sein. Das kann auch sein. Das ist eine schöne Theorie. Hier, ich bringe euch 5, 6 neue arme Seelen. Und ich gehe dafür. Jamie. There's blood on the floor. Hier drüben. Das Ding ist auch so. Ja, okay. Und sie läuft einfach rein? Verdammt, ich dreh durch. Das ist nur Blut. Nur Blut? Machst du Witze? Du ziehst voreilige Schlüsse. Oder vielleicht ist das von Aaron. Schluss jetzt. Du gehst immer vom Schlimmsten aus. Wir wissen nur, dass irgendwas hier langgeschleppt wurde und geblutet hat. Und das ist für dich kein Grund zur Sorge? Tja, es ist etwas schräg. Schräg. Es kann doch alles sein. Es kann doch alles sein. Wahrscheinlich hat Matt oder der Hausmeister einfach irgendein totes Tier von draußen reingezerrt. Hat sie ihn vielleicht unser Abendessen. Genau. Klar. Kann auch einfach ein bisschen Rotwein sein, den er da irgendwie als Hänsel- und Gretel-Spur so ein bisschen gelegt hat. Zu unserem Unterhaltungsprogramm. Oh, was zur Hölle? Und tatsächlich ist dieses ganze Haus wie so ein Fallenhaus irgendwie. Ja? Überall sind irgendwelche Animatronik-Puppen irgendwie und alles ist eine Falle. Ihr habt Wände, die sich verschieben irgendwie. Also ganz, ganz krass gemacht. Ganz krass gemacht. Sieht aber auch jetzt nicht gerade geil da vorne aus. Nee. Vor allem erinnert mich die Melodie an, wie hieß denn das Game, was wir schon mal gespielt hatten hier? Madison? Plop!
also der Musik hinterher oder wie? Also ist ja dein Charakter, Stevie, ne? Wenn der jetzt stirbt, ist ja... Straight into hell, würde ich sagen. Auf geht's. Okay. Ja, liebe Leute, bitte nicht erschrecken. Wir sind sehr schreckhaft. Also, ja, es gibt wahrscheinlich Leute, die ihn da straight durch und sagen, das ist ein Scheiß. Wir nicht. Wir nicht. Nee. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt... Oh Gott. Der Hut. Das ist die Melone, die für 24.000 gekauft wurde. Was haben wir hier? Ein wunderschönes Dokument. FBI oder was? Ja. Das sieht so aus. Geheimnis gefunden. Ich lernte Agent Monday am 12. Oktober 1997 am Flughafen O'Hare kennen. Ich hatte den Auftrag, ihn dort abzuholen. Ich war ihm schon bei einem Vortrag über kriminelle Verhaltensmuster begegnet, der einige Wochen zuvor hier in Chicago stattfand, aber sicher hat er sich nicht an mich erinnert. Ich war ziemlich nervös, unerfahren wie ich war. Ich hatte gerade erst meine Ausbildung beendet und jetzt sollte ich für diesen berühmten Profiler den Chauffeur spielen, der gerade den Fall in Arkansas gelöst hatte. Sämtliche Zeitungen waren voll davon. Mein erster Eindruck war, dass er... Und vorbei. Achso, US-Justizministerium, FBI, Washington DC, internes Memo, Datum 9. Oktober 97, an SE Hector Monday von SS Director Chester Bell, Chicago Killer. Unsere Hilfe wird in Chicago benötigt. Sie haben einen potenziellen Serienmörder. Bisher 2 Opfer und weitere werden erwartet. Nach Ihrem Erfolg im Fall Sherman möchte ich, dass Sie morgen dorthin fliegen, um Nachforschung anzustellen. Ich weiß, dass Sie kürzlich einige Zeit dort verbracht haben, um bei der Profiling-Schulung zu helfen, sodass die örtlichen Ermittler Sie mit offenen Armen empfangen werden. Sie werden Sie bei Ihrer Landung in O'Hare umfassend informieren. Alles klar. Na dann, okay. Scully, auf geht's. Auf geht's. Wo will... Okay, also. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal in die Richtung, wo die Musik... Ja, wo die Musik herkommt. Herkommt. Genau. Was haben wir hier noch? Noch eine Münze? Münzen! Münzen! Haben wir denn jetzt irgendwas beim Kurator für diese Münzen bekommen? Nein! Wir konnten ja auch noch nicht mal irgendwie... Verdammte Scheiße. ...die Münzen einsetzen. Also die Münzen sind so eine Art Collectibles, die du im Spiel findest, um die irgendwo einzutauschen. Wir wissen noch nicht, wo. Also wir wissen zwar wo, aber nicht... Also nicht wie. Wofür? Okay. Ach, so eine alte Schrillmucke. Die ist ja nicht so alte Schrillmucke, aber trotzdem unheimlich wie Sau. War hier was? Nee. Martha, absolut, ja. Oh, guck mal, da ist auch so ein Grammophon. Lieber mal. Ja, hör eher den Schrei hinter der Tür. Willst du jetzt hinter die Tür oder willst du die erst das... Okay. Ah, ist immer so eine fiese Kombination von klassischer Musik und Gewaltszene. Also willst du da durch? Ja, wir müssen. Das ist der Weg. Erin, los. Hörst du das? Mein Herz. Fuck. Ey, der Typ im Regenmantel! Ich hab's doch gesagt! Er ist unschuldig! Jetzt ist die arme Heister, die arme Hausmeistersau! Was ist passiert? Die wurde jetzt. Was zum Teufel? Stopp! Da! Und ich doch! Der Gärtner! Okay, alles klar. Wir dürfen nicht von der Platte runter. Was ist das? Das ist eine Druckwelle! Du verlagerst dein Gewicht von der Platte und. Der Typ wird von dem Ding aufgespießt. What? Bitte! Hilfe! Hilfe! Ganz schöner Ochse, wa? Ach du Scheiße. Ja, Stevie, jetzt musst du sagen, ob bewegen oder nicht. Nein, verpiss mich. Ich geh da runter. Schäglich. Ich geh da weg. Hau ab. Ich spiel ihn als Feigling. Der zurücktreten? Der ist sich selbst am nächsten. Komm, zurücktreten. Alter! Oh mein Gott. Oh Scheiße. Nimm meine Hand. Komm schon. Verdammt. Niemals. Nimmt er jetzt auch die richtige Hand, oder?
Oh, das ist aber ein unter Klicker fleckt da hinten dran, Alter. Was habe ich getan? Wir müssen hier weg. Jetzt. Charlie. Huh? Alter, das muss doch ein schöner Bulle sein, wenn er den einfach mal so locker wegzieht, wa? Irgendwie. Also der Typ sah jetzt auch nicht so schmächtig aus, muss ich ganz ehrlich sagen. War schon. Ja, die Frage ist, ob es ja überhaupt wirklich der Gärtner Hausmeister war. Kann ja ohne Puppe gewesen sein. Was zur Hölle war das? Naja, stimmt. Kann ja sein. Ja, nein. Du Scheiße. Wunderbar. Und jetzt kommt der Lockdown. Fest. Oh nein. Himmel. Sitzen fest. Was machen wir? Die scheiß Tür eintreten. Okay. Auf drei. Auf drei. Eins. Zwei. Fünf. Drei. Ja. Ziehen die jetzt wirklich an den Gittern? Ziehen die jetzt wirklich an den Gittern? Also, Also manchmal ist. Gleich plack. Hörst du das? Ja. Jetzt kommt bestimmt so eine Steinkugel an wie bei Indiana Jones. Okay, und Rückblende zu den anderen. Fuck. Was sieht denn? Ach Gott sei Dank ist mein Heilkristall dabei. Mach das nicht. Und mach dich nicht lustig. Sorry, will ja nicht, dass du dich schneidest. Der Stein ist höllisch scharf und, naja, super magisch. Es ist ein Amethyst. Er beruhigt, indem er einen mit schützender Energie umgibt. Ja, ich weiß. Bezeichne ihn dann nicht als Stein. Vielleicht denke ich nur, du solltest Verantwortung für deine Gefühle übernehmen und den Job nicht einem Kristall überlassen. Ein Mineral. Oh. Achso. Bist du, oder? Ja. Ich war, genau. Denn, komm, entgegenkommen. Ja, das ist ja, wir können ja immer noch die alte Romanze vielleicht nochmal aufleben lassen. Vielleicht hast du recht. Alte Feuer nochmal entfachen. Aber du musst deshalb ja kein Arschloch sein. Okay, vielleicht war die Bemerkung blöd. Tut mir leid. Ja, und er hat sich noch eine Jacke angezogen jetzt, oder was? Das ist weder die Zeit noch der Ort. Ich muss dir was sagen. Okay. Der war anscheinend da nicht mehr dabei gehabt, außer die Jacke. Du hast den Kamerajob erwähnt, den ich abgelehnt habe. Ich habe dir nie die Wahrheit gesagt. Worüber? Es war kein Job, nicht wirklich. Wovon redest du? Kennst du noch meinen Freund Mary? Er hat ein Studio in Brooklyn aufgebaut. Bildende Kunst. Er wollte einen Partner. Das ist dein Traum. Ja. Es gibt keinen Cent zu verdienen, also dachte ich, du würdest zu Recht sagen, es wäre Wahnsinn. Denn das wäre es. Na? Tja, da. Verwirrt. Verwirrt bin ich natürlich über seine Entscheidung. So hast du es nicht gemacht. Und mir nichts gesagt. Die Dinge wurden schon hart für uns. Nein. Gib mir nicht die Schuld daran. Das warst allein du. Ich weiß. Ich habe es abgelehnt, weil es... It would have taken me away from you. Was willst du nehmen? Flapsig oder überrascht? Ja, da bin ich überrascht tatsächlich. Ihr seht, manchmal wechselt dieses Spiel zwischen Deutsch und Englisch. Ist vor Woche Freitag rausgekommen, irgendwie wahrscheinlich wird es noch gefixt, aber es ist derzeit, was das ist. Irgendwie, du hast leichte Grafikglitches drin, aber vor allem die Audiogeschichten sind drastisch. Drastisch. Ein Tritt in den Sack. Wirklich. Was willst du von mir hören? Ich habe wohl darauf gewartet, dass sich was ändert. Insgeheim hoffe ich es immer noch. Zögerlich. Du bist zögerlich, okay. Du hättest das vorher sagen sollen. Ich weiß. Ich mach das nicht nochmal durch. Aber Frühstück, lass dich abblitzen, ist dir klar. Das ist unwahrscheinlich, das weißt du. Wisst, Kino, drei Essen und dann geht was, aber hier, vorher nicht. Hier, guck's dir an. Kick mal. Aber. Komm. Kneifen, küssen. Das ist deine Entscheidung. Also, ja, muss mir ein bisschen unangenehm, aber. Ja, nimm links. Oh, jetzt aber voll auf das ist aber Speicheraustausch, Alter. Tja. Ich wusste, ich krieg dich rum. Das war nicht sehr hilfreich. Wir sollten los. Ekelhafter Typ, Alter. Finden wir Aaron und hauen hier schnellstens. So, dann nehmen wir mal die schöne Jacke da. Haben Sie die Mac gefunden? Ist doch egal. Kann ich nicht. Ich bin viel mehr daran interessiert, Aaron zu finden, was Charles den Stein sich ja nicht kümmert. Wieso nennst du ihn so? Ist kein Stein. Charles, ein Mineral. Ist doch klar.
Der Amethyst hilft Kate während eines... heutzutage online wohl so einbringt? Ganz ruhiges... Der hilft ihr, ganz ruhig zu bleiben. Ah, okay. Das ist toll. Ach so, den... Den nehme ich auch noch mit. Ja, ja, das ist wie so ein Schleckstein. Ey. Okay, dann... Ich bin ein bisschen aufgeregt. So, okay. Jetzt heißt es aber hier, wir sollen raus, oder was? Oder wie? Grundsätzlich immer. Mach dich bereit zum Gehen. Hashtag ab 18. So sieht's mal aus. So sieht's mal aus. Aber wir sind doch jetzt bereit zum Gehen, oder nicht? Oder fehlt uns jetzt noch was? Müssen wir jetzt noch irgendwas mitnehmen? Sieht nicht so aus. Warte. Eine Sequenz setzt ein. Was? Was ist das? Campus Stranger? Scheiße, findet das irgendjemand Stranger. Etwa lustig? Wie kommt das hierher? Hast du das mitgebracht? Nein. Ist sie das? Vielleicht das, was da vorgefallen ist, was ja. Hier Marvin? Shelby. Passende Nägel? Oh Gott, nicht. Wir haben sie immer gleich gemacht. Okay. Das ist jetzt ihre Schwester. Das ist er. Was? Das ist er. Im Hintergrund. Du kennst ihn? Irgendwie schon. Was? Er war einfach so ein Typ, der immer da war. Wir waren manchmal auf den gleichen Partys, mehr nicht. Es war meine Schuld. Du weißt, dass das nicht stimmt. Ich sollte sie treffen. In der Nacht, in der es passiert ist. Wir wollten was trinken gehen auf eine Party. Party. Ich hab verpennt. Es war eine große Sache, auf dem Campus nicht allein rauszugehen. Shelby hat auf mich gewartet, ich kam nicht und... Da hat er sie erwischt. Es ist okay. Es ist nicht okay, verdammt. Kann es nicht sein. Ich muss jeden Tag damit leben und jetzt weiß es jemand. Jemand wollte, dass ich das finde. Was zur Hölle ist das? Keine Ahnung. Das ist ein mieses Gefühl. Was zum Teufel? Kommt hier rüber, los! Ach, Charlie! Was ist denn hier dazwischen? Mach doch nicht! Also... Okay. Ja, ich drück. Ich kann sie nicht halten. Hör zu, ihr müsst verdammt nochmal hier raus, egal wie. Verschwindet von hier! Los! Halt doch den Kopf noch gleich dazwischen. Jamie! Charlie! Was zur Hölle ist passiert? Ja. Ich... keine Ahnung. Aber ich glaube, es ist... Ah! Bewegt sich nicht! Und was jetzt? Wir sind am Arsch! Es muss einen Weg herumgeben. Ja, Wartungskorridore, Zwischenräume, unbedingt. So, okay. Na dann, Jamie. Jetzt suchen wir nach einem anderen Weg, oder was, ja? Also, ja. Okay. Also entweder raus oder zu den anderen. Ach, ja. Scheiße, der schattet alles ab jetzt, ey. Ey, das wird doch jetzt so ein Labyrinth und wir beiden Orientierungslosen werden doch niemals diesen Weg hier rausfinden. Matt, ja, wir was sind zur Hölle ist dein Problem? Ich war die ganze Zeit nervös. Ich hab's als Exzentrik abgetan. Zwischen Exzentrik und Marklos liegt ein himmelweiter Unterschied. Nee. Zu? So können wir hier nicht. Ist doch immer alles... durch. Du hast die Matt abhauen sehen. Hat er erkannt, dass hier ein Mörder ist und sich davon gemacht? Vielleicht. Oder aber wir haben Dumet überhaupt nicht getroffen. Also ist er der Typ in der Maske? Ja, das kann natürlich auch sein. Ach ey, das ist ja nicht Dumet, war. Das ist wie so eine Art Schauspieler ein einfach Aufwand. Nur war? Ja. Das war durchgeplant, von vorn bis hinten. Wir sollen die Tochter alles finden. Ach, was es noch wahrscheinlicher macht, dass der Typ auf der Fähre gar nicht Dumet war. Genau, dass der nämlich seine Tochter gefangen gehalten hat und jetzt hast du sie wieder. Und du musst mir bringen fünf Was weiter. Für ein Wichser! Was? Vermauert. Los, Scheiße. Weiter. Genau wie Haus. Ich weiß, ich will nicht drüber nachdenken. Ja, okay. Super. Gibt's da vorne was am Schränkchen? Das sieht so exponiert aus. Oh, guck mal hier, das sieht doch aus, als ob das eine Falle ist, oder? Ja. Schau mal, ich glaube, da vorne gibt's was zu lesen. Meinst du? Oder? Nee. Nope. Nix. Ein Chatüt. Ist auch geil. Sie mit der Taschenlampe und er mit seinem kleinen Feuerzeug da. Naja, das würde ich aber auch anmachen. Irgendwie. Also ich würde da jetzt auch nicht einfach nur irgendwie 5 Meter hinter ihr herlaufen. Guck dir das mal an. 180 und hier rechts daneben war der Raum von der Erin. Ja.
Ich versuche mich zu orientieren. Ja. Aber ich glaube, Aarons Zimmer wurde völlig abgeschottet. Genau. Scheiße, Charlie. Wieso spielt er mit ihr? Weil sie sich am leichtesten fürchtet. Die Verwundbarste. Ja, sie ist jetzt die unsere dies, Show? Die ist hinüber. Was machen diese Soziopathen? Ja, manchmal sind sie auch hier ne, so eine Speiseaufzüge. Ne? Kennt man ja auch von früher. So ganz, ganz alte Häuser. Mhm. Wunderbar. Richtig. Oh, was zur Hölle? Ist das ein Kind? Ah, oh, gut. Du hast auch eine creepy Kinderstimme? Ich dachte schon, ich wäre verrückt. Auf dem Boden. Wo kommt das her? Katze, okay. Oh, schüttelst mich gleich ein bisschen. Okay. Na dann. Münzen. Welche Kinderstimme? Münzen. Wir sammeln Münzen. Cash. Was ist das? Schlangenboot. Oh, okay. Gleich für ein Boot. Du hast auch nicht vergessen, wir haben ja noch die Vision gehabt mit dem Boot, schön, Ja, was gegen die Klippen geknallt ist, ne? Ich will da nicht durch, Stevie. Wir müssen. Let's do it. For America. Charlie, komm her. Mach mir's auf.